Hallo, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge The Forest 2, quasi Sons of the Forest. wie ihr seht, the winter is coming. Nicht nur das, die Zombies sind auch coming, weil ich dumm. Natürlich, gerade falschen Spielstand. Und deswegen waren die Zombies nicht da. Ist mir erst später durch Kommentare und durch mich selbst aufgefallen. die Probleme wurden aber korrigiert. Das heißt aber, wir brauchen demnächst mehr Rüstung. Und ich muss die Hütte jetzt langsam fertig bauen. Weil arschkalt. Und ich müsste das Feuer wahrscheinlich in der Hütte drin bauen. Soll ich dir helfen? ist toll, ist das. Wie gesagt, ich bin ja voll begeistert von sowas hier, ne? So Schneespuren. Schneespuren. Spuren im Schnee. Das ist genau mein Ding. Nun gut. Also. Dann täten wir mal kurz hier so den Baum wegmachen. Und schon wieder von der falschen Seite. Das würde aber bedeuten, dass wir demnächst sehr, sehr viele Rüstung brauchen. Das ist, generell müssen wir dann anfangen, Rüstung zu bauen. Timber! Hab nur ein bisschen Angst, dass wir jetzt in der Base und so alle drinnen waren und dass wir die Mutanten und alles sowas auf jeden Schlag bekommen. Oder ist das erst jetzt aktiviert? Es sind sehr, sehr viele Fragen, die wir herausfinden müssen. Auze! Diesmal, schön, die ist auch wieder da. Aber hier ist auch kalt. Na, ich verstehe das. Ja, 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 ja. Tralala. Wo ist denn eigentlich? Ich glaube, wir haben jemanden verloren. Ach, da hinten ist Kelvin. Was macht denn der da hinten? Der ist ja ganz schön langsam. Ich hoffe, der hat keine Probleme. Kannibalen technischerweise. Oder andere Viechzeug. Schön. Und sie sind schon wieder da. Die Hallos. Mir der Film gerissen? Was ist denn nur los? Ach, ein Problem gibt es doch. Muss ich gleich mal klären mit euch. Dadurch, dass ich jetzt den Spielstand natürlich repariert habe, sind auch andere Sachen passiert. Wenn ich jetzt mal kurz auf Abspeichern hier. Wir sind immer noch bei Tag 0, ne? Also. Ja, also entweder das eine oder das andere, ne? Hatte ich die Wahl der Qual gehabt? Ja, ne? Seien Sie ein bisschen vorsichtig. Haben Sie Ihren Führerschein gemacht? Flugschein. Bin wohl. Gut. Ich glaube, ich gehe mal kurz gucken, was tolle Kelvin macht. Macht mir Sorgen. Das macht mir echt. Der ist nie ganz. Also, was soll das? Also, Moment mal. Was war das? War das jetzt der Stein oder was? Tatsache. Das war ein merkwürdiges Geräusch. Kelvin! Was mit dir los? What doing? Oh, das heißt aber, ich muss jetzt so vorsichtiger sein, ne? Genau mein Ding. Dafür bin ich bekannt. Ich bin die Vorsicht in Person. Genau. Den ist nichts hinzufügen. Bis jetzt haben wir quasi den Winter übersprungen. Er war so jung. Er war da und dann war er auch wieder weg. Wo war denn der? Ach, der war. Oh, ich habe jetzt gerade so einen Regentropfen da gehabt und das hat sich so ganz komisch in den Grasseiten gespielt. Und zack, bums. Hallo, ist wieder da. Ja, was willst du machen? Mochst du erstmal nicht? Kelvin. Mr. Kelvin. Mr. Kelvin Klein, wo sind Sie? Wo ist denn der? Bleiben Sie ruhig. Ich versuche, Sie zu retten. Aber erst muss ich dich finden. Hä? Da ist er noch. Hast du dir verlaufen oder was? Komm mit. Folge mir. Da. Gut. Fronten geklärt.
muss erstmal wieder gezeigt werden, muss ihm erstmal gezeigt werden, wo er hingehört. Genau. Diese Regengeräusche. Die sind schon formidable. Sehr nice. Gut, aber dann haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit, nochmal so eine kleine Verstärkung hinzubauen. Ich glaube, das ist ja nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ich hier losgetreten habe. Oh mein Gott. Die werden uns alle schnetzeln. Übrigens, wir haben auch bald, wir haben fast das Update, oder was? Da sind die Bären. Tatsache. Nein. Gut, sie sind gut. Schnauze! Du Donner! Du jagst mir keine Angst ein? Achso, das ist mein Verwehr. Wollte gerade sagen. So, Krieg. Achso, ich kann den. Obwohl, ich könnte eigentlich die Steine abbauen, wa? Ich glaube, ich könnte das tun. Kevin, mach hinne! Wir müssen bauen! Ich müsste noch eine Tür ranzimmern. Muss erst mal gucken, wie ich das mache. Bräuchte aber auch immer Feuer. Obwohl ich hier mitbekommen habe, also durch sehr, sehr vielen Informationen, dass diese Türen für den Arsch sind. Aber gut, dann täte das so sein. Ach, du kannst ja doch raus und ranzoomen. Mit Mausrad drin drücken. Sehr gut zu wissen. So. Ich brauche, dass es jetzt Kelvin ist. Ups, Entschuldigung. Bitte lasse Kelvin sein. Achso, ich musste. Ach, ich hab doch kein Rezept. Ich musste doch. Hey, Kelvin? Alles klar bei dir? Ich muss mal kurz erstmal gucken, wie ich hier wieder Feuer mache. So, ausrüsten. Zerbrechen. Noch mehr zerbrechen. Wie viele kann ich denn hier zerbrechen, oder was? Achso, das sind die zwei. Gut, und man nehme denn den Stone, der Rolling Stones, man kennt es. Und platziere das Ding mitten im Raum. Was richtig gut ist. Ja, gut. Hauptsache, Ding ist in Ecke und Olle Kelvin kann ich dran. Nicht ständig darin rennen. Ich hab Feuer gemacht. Na, Kelvin? Cool, wa? Ich hab's Feuer drauf. Hast du gerade in die Bude gekackt? Ah ja, hier bist du wenigstens trocken. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Wie ich das mache. I war das da. I lange gedrückt halten und dann die Axt nehmen und dann zack, bums. Jetzt würfeln wir ein paar Bäumchen ab. Der Fisch ist ja nur da. Beiß den Fisch den Kopf ab. Beiß den Kopf ab. Beiß den Kopf den Fisch ab. Ja, gut. Jetzt habe ich mich hier verrannt. Jetzt ist es zu spät. Achso, Kelvin kommt ja mal gleich mit. Ich glaube denn, wie gesagt, dann bin ich ja safe, Nicker. Er weiß ja Bescheid, wenn hier irgendwelche Viecher durch die Gegend stiefeln. Stiefeln, ne? Ey, stiefelte Kater! Kelvin! Sag mal, bist du denn lebensmüde? Nun gut. Dann täten wir eine Tür machen. Aber keine Ahnung wie. Aber wir werden's hoffentlich herausfinden. Ach nee, ich muss das ja auch erstmal zumachen. Weil ich hier überhaupt eine Tür hinzimmern kann. In meiner Weise. Komm mit, Kelvin. Mr. Klein, folgen Sie mir. Und schauen Sie zu. Sö, sö. Man kann ich noch nicht mal rummeckern auf ihm. Ich hab ja das so gemacht, dass ich das alleine machen muss. Naja, gut, ne? Den Kleinen. Hab ich da schon unseren ersten Kunden gesehen? Nee. Das wäre ja total unlogisch.
Schnauze. Gut, das heißt, wir haben wieder ein paar Sekunden mehr Zeit. Das ist sehr, sehr nice. Oh, frische Beeren. So, das doof ist aber, dann müssen wir jetzt die ganzen Hütten normal hier abklappern. Aber keine Ahnung, es kann sein, muss aber nicht. Gut, aber die Karte kannst du nicht vergrößern. Schade. Schade. Naja. Und ich sehe den Teil so, ne? So. Na denn. Dann fräsen wir uns mal nach Hause. Den Kloing. Muss ich jetzt da, oder? Es scheint, dass ich auch da machen muss. Das scheint mir logisch. Ist das hier schon? Nee, das ist nicht. Muss das weg? Na, da steht ich. Muss das auch noch weg? Seht! Wir haben einen Eingang. Vielleicht auch einen Zweigang. Wie mache ich denn jetzt hier die Tür ran? Kelvin! Es tut mir leid. Weiß nicht, wohin mit meiner Kraft. Aua. Nee, Feuer. Nee, du kannst ja bloß Feuer machen. Wunderschön. Nee. Ach, Kelvin. Was soll ich mit dir machen? Das ist verrückt, der Dude. Oder muss ich vielleicht die Dinger hier spalten? Spaltenerweise? Versuch das mal. Was ist das? Also ich höre Geräusche wieder. Also ich kann das nicht hier ranbinden. Das ist nicht ditschbar. Kann aber auch nicht sein, dass ich das hier oben wegfräsen muss, oder? Versuch das mal. Mach mal das da oben auch nochmal weg. Geh nochmal weg, Kelvin! Mensch. Das kann doch ja nicht sein. Gehört da dazu. Komm doch jetzt hier rein. Also wenn es sei Kelvin. Seht ihm nach. Er weiß nicht, was er tut. Ja, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was ich hier tue. Boah, dann würde ich mal sagen. Wie kannst du ja nicht da hinsehen. Kelvin, was machst du denn da? Also geht denn doch nicht, oder was? Oder wie? Man kann das da ransetzen, aber dann doch nicht. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Sagen Sie mal. Ich weiß nicht, was der macht. So, also. Ich würde jetzt... Nochmal Schweinjagd. Ja, jetzt ja wie eine Fliegenpest ist das da. Sind wahrscheinlich die Mücken hier. Also, ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt hier versuche, eine Treppe nach oben zu bauen. Genau, das werden wir jetzt tun. Ah, muss wieder ein Bein dran glauben. Na ja, gut, wenn es vorbeikommt. Denn auch das. Ich muss, sag mal hier, wenn ich das hier stehen lasse. Wie bei The Forest 1? Wachsen denn da die Bäume oder kann ich das wegfräsen? Halt, falsch. Also nicht wegen der Pfeilrichtung, sondern dass ich nicht hier überall rumrennen muss. Chumba! Oder Pumba! Such besser heraus. Oh, schade, der Baum. Er war so jung. Musste von uns gehen. Ja, das ist ja dann richtig doof hier mit der Tür, wa? Also, wenn ihr, ja gut, wenn sie nicht funktioniert, funktioniert sie nicht, aber das ist ja mal richtig bescheiden, ist das. So, kann ich? Ja, kann ich? Geht denn da oben? Nee, das macht ja keinen Sinn. Also, mein Plan. Ich nehme hier so eine Bullen. Also den Dieter. Und klemm den da rein, geht das?
Nee, das geht auch nicht. Geht denn hier überhaupt was? Warum geht denn hier nichts? Kelvin! Erzählt mir doch. Na gut, dann mache ich das immer ab und dann versuche ich das mal vor. Vielleicht geht das ja nicht auf diese Art und Weise. Müssen wir mal anders machen. Kelvin. So ein Quirulant, der macht nur all kaputt. So. Gut. Täten wir das geschafft haben. So, kann ich das jetzt hier irgendwie schrägen technischer Weise? Kelvin, was machst du denn da? Spielst Fußball oder was? Ja, hochkomik, aber das sollte nicht so sein. Moment mal. Wir täten doch ja nicht so doof sein. Wir haben doch unser Bauplan. Plan. Versuch mal. Achso, ich muss das erstmal wegschmeißen, ne? Genau. Also. Baue er eine Treppe. Wie täten das jene? So nicht? So auch nicht? Ach nee, Moment mal. Ich muss ja hier unten. Nö. Nein. Nein. Schnicke. Nein. Nein. Oh, nö. Ah, ah. Also, ich habe mir eingebildet, ich habe hier auch Treppen. Oder war das in den alten The Forest? Was läuft gerade hinter mir? Bewege ich mich einfach nicht, ignoriere das. Gut, okay, hier schon mal nicht. Oder hier, warte mal, in Eigenbau? Ja, das kennen wir ja. Ja, das kennen wir auch. Moment mal, Tür. Also. Ich brauche das ja. Habe ich doch gemacht? Oder vielleicht auch nicht. Okay. Wir werden das mal versuchen. Aber das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Fenster will ich auch noch nicht. Also, ja, das mit den Fenster kennen wir ja. Ein Dreier, schön. Ich will eine Treppe. Eine Schnicke. Habe ich doch gemacht. Ich kann so und dann so und schräge. Und vielleicht kannst du die an die ranbauen. Das ist bestimmt ein Nasenelch. Da. Man täte nehmen. Einmal das. Da müsste doch eigentlich das auch so zählen. Und das habe ich doch gemacht. Oder brauche ich dafür eine ganze? Kelvin! Wir werden Dinge versuchen. Ups. Erstmal rückwärts gehen. Das muss ja auch gekonnt sein. Ich werde da jetzt eine Treppe bauen. Ich spüre es. Dann machen wir uns erstmal eine Tür. Wir machen uns eine Tür. Die ja nicht funktioniert. Dann ist das eben halt so. Immer noch keine Dudes. Aber ich weiß, dass sie da sind. Ich habe es nämlich schon nie gesehen. Ach so. Funny? Das ist aber keine Treppe. Moment mal. Das ist aber keine Treppe. Nicht mal annähernd. Oder muss ich das einzeln von oben? Gut, wir werden es einfach mal versuchen, wa? Timber! Achso, nee, zu spät. Ist schon gefallen. Ihr fällt. Hallo? Na du? Hängst du drin ab oder was? Geh mal nach oben. Glaube aber, das geht gar nicht so. Das sieht nicht aus wie eine Treppe. Gut, ich nehme auch eine Schräge. Dann ist es eben halt so. Dann sind wir eben halt der Schräge-Typ. Mehr oder weniger. Es ist mir egal. Ich komme hoch und das reicht mir. Bin sehr zufrieden mit dieser Arbeit. Ach, schön. So, ich weiß, wo ihr Dorf ist. Das ist geradeaus durch. Ich habe nämlich schon mal Hallo gesagt. Im Test. Weil es ja ein anderer Spielstand. Ja, ja.
Weil ich wollte mit euch beten. Ja, die 1-2 Leute, die gerade zuschauen. Hab ich mir gedacht, mit euch beten anschauen. So. Das hätten wir fertig haben. Krass, wa? Cool, wa? Ich geh mal kann runterrutschen. Nochmal. Und jetzt geht's runter. Volle wahnsinnige Geschwindigkeit. Kelvin, gib mal hier. Whee! Whee! Hey, lass mir meinen Spaß. Ich hab gestürzt. Ich hab da nichts anderes zu tun hier. Das ist mein neuer Fahrstuhl. Meine Rolltreppe. Oh, nö. 2 Stunden später. Wir haben es gleich geschafft. Ich lebe modern. Und Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte wenden. Okay. Miau. Das ist geil, ich renne hier mit der Axt rum, aber ich habe noch keinen Speer, nichts für unseren Besuch. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich habe gesehen, dass sie da sind, aber es waren. Guck mal, wer da wieder da ist. Na, so was aber auch. Ist der auch wieder da? Na, wie geht's? Alles schnicke? Sag mal lieber nicht alles mit dem Schritt. Hätte mischverstanden werden. Mischverstanden. Oh, ach so. Tada! Wir haben fast eine Tür. Krass, wa? Da ist eine Tür. Also fast. Da alle weggerodet, wa? Ich hoffe, das wächst nach. So. Ach so, stimmt ja. Warten Sie mal kurz. Kann ich das auch hier so mit L? Nö. Nö, nur Nummern. Es ist nummernreich. Krass. Oh, seht, ich kann wechseln. Mal gucken, wie lange das anhält. Aber das ist sehr, sehr nice. Jetzt wurde er nachgepatcht. Ja. Ist schon wieder an die falsche Seite. Mann, ey. Oh. Da eine Kerbe, da eine Kerbe. Timber! Und Kelvin. Hey, lassen Sie mich mal durch. Moment mal, Kelvin. Vorsicht, da kommt ein Stamm. Oho. Lämmer. Und bringen Sie mir. Der müsste ja eigentlich. Da, wo ich hin, ja? Muss ich bloß noch schneller sein als er. Haha, komm mal hinterher. Funktioniert das? Tatsache. Was für ein Dulli. Bin ich jetzt im Wasser hier? Fragen über Fragen. So, also. Ich täte mir gedacht haben. Ah, siehst du, das geht nicht. Schade. Ach, so weit aber auch. Ich wollte jetzt hier oben so eine Terrasse bauen. Jetzt warten Sie mal. Schmeißt mal kurz dahin. Vielleicht dietet er doch. Vielleicht haben wir ja noch eine Lösung. Und ich meinte damit nicht Terpentin. Haha. Oh nee, kannst du doch nicht ranmachen. Ich habe gedacht, dass du den erst unten ran knallen kannst, aber den doch nicht. Boah, aber gib mir kann hier. Ach so, hier unten verstärken. Naja, gut. Denn. Würde ich mal sagen, dann ist er wenigstens nicht weggeschmissen, oder? Das war so nicht geplant. Oh. Kelvin! Ich sehe nichts! Au, ey. Jetzt ist die Frage. Geh mal kurz rin und schnorche mal eine Runde ab. Das ist für mich gut, das ist für euch gut. Und dann werden wir ja sehen, ob die Zombies in der Nacht kommen, wa?
Ich speichere mal kurz ab. Dann kann ich den gleich überschreiben. Also, das ist jetzt hier. Also, ich habe mir das zusammengestellt, ne? Also ich habe nichts eingestellt, aber ich. Es ist so, wie es ist. Wir werden wahrscheinlich alle sterben. Ey, ich hab durchgepennt, Kelvin. Was sagst denn du dazu? Ja, so. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, hier Brennholz technischerweise, ob das so funktioniert, wie ich mir denke. Oder ob ich mir das so stecken kann, denkenderweise. So, ich. Nee, doch, nee, das. Doch, doch. Nee, das geht doch nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Das macht die Sache jetzt nicht besser. Ich stecke mein Feuer fest. Bin ich in mein Feuer. Muss ich das jetzt hier? Nicht dein Ernst, oder? Reiß die Hütte ab. Ist nicht dein Ernst, oder? Schweb hier in der Luft. Ah, siehst du? Bin gerettet. Hallo? Nicht wundern. Das ist so, das macht man so. Okay. Nicht raus. Was ist denn hier los? Mag das nicht. Erst baut das auf, dann reißt das wieder ein. Was reißt denn hier ein? Kelvin! Brauch mal deine Hilfe! Steck hier ein bisschen fest. Warum konnte ich... Achso. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist alles reparabel. Hoffentlich hau ich das Feuer nicht runter. Kelvin! Das macht man so. Jeder kann durch die Tür kommen. Aber keiner kann durch den Boden. Gut. Gut, okay. Also, trinken wir erstmal was. Dann trinken wir noch was. Ich glaube, die... Oh, guck mal. Ich glaube, wir werden uns die Zombies besorgen. Ich werde es einfach nicht los. Es sind Kannibale. Kannibale und Mutanten. Ja, mal. Ist ja nicht viel Stress suchen, wa? Und dann da ins Feuer reinschmeißen und dann, wie gesagt, wir brauchen ja auch eine Rüstung. Kelvin, bist bereit? Na, obwohl, eigentlich bräuchte ich mal Waffen oder so für Bieder, ne? Also. Hier, das ist falsch. Brauch ja die Map. So. Also, wir sind da. Wir waren an... In was heißt Ohrenpunkt? Und da ist Ohrenpunkt. Direkt am Strand. Das ist ein Helikopter-Symbol. Am Strand. Ich verstehe. Mein anderer Spielstand, den ich damit verarbeitet habe, dass ich hier vernünftig spielen kann... Da bin ich im Wasser gelandet. Ach, so ist es also. War das eh eine Höhle? Lass uns mal reinnehmen. Kelvin! Los, folge mir. Kann es sein, dass es schon wieder dunkel wird? Es sei 7 Uhr. Ey, siehst du, das fällt mir jetzt auf. Tag 2. 8 Uhr. Die Uhrzeit wird ja angezeigt. Krass. Kelvin! Kelvin Klein. Warte mal, das macht ja Ausdauer, ne? Genau, aber nicht viel. Ganz wenig. Aber Kelvin war das. So. Da hatten wir die anderen. Nee, das sind auch bloß blaue. Also, rein theoretisch bricht gleich hier die Hölle los. Wenn ich das lostrete. Gut, die Axt sollte eigentlich sehr, sehr gut sein. Aber dann haben wir ihn halt ständig Besuch. Und dann müssen wir ja auch noch das Dings da bauen. Mauertechnischerweise. Was ja auch so richtig gut funktionieren soll. Boah, ich mag nicht, dass wir jetzt rauszoomen können. Was gibt denn das? Keine Ahnung.
wahrscheinlich genau dasselbe oder ein bisschen Lebensenergie, aber da ich voll bin, erstmal nicht. Oh. Kelvin? Kelvin? Hat hier jemand einen Kelvin gesehen? Er ist ganz klein. Ein Kelvin klein. Wo ist denn die schon wieder hin? Der steht direkt vor mir, ich sehe den nicht. Ich muss erstmal hinkriegen. Naja, gut. Er wird schon wissen, wo wir sind. Wenn ich ihn brauche, ist er da. Bitte lass ihn da sein. Oh, hier geht der Opa, das ist mir. Da sieht nämlich gerade ein Punkt. Was war denn das für ein Punkt? War das die Kantine? Oder was war denn das? Also, das wollte ich doch gar nicht. Aber zum Glück weiß ich jetzt, wie es geht. Pilze! Es wird wieder windig. Ich glaube, wir haben nicht alles übersprungen. Aber weiß ich nicht. Ich hoffe es. Oder was heißt hoffen? Ich erwarte es. Kleinen Moment. Oh, mein Hals tut schon wieder weh. So, weiter geht's. Oh, mein Hals kratzt schon wieder. Mann, oh Mann. Der Punkt? Wieso ich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es gehört. Oder ist die Panik? Nein, es ist nicht die Panik. Irgendwann habe ich gehört. Komm aus deinem Gebüsch! Du Untoter! Achso, du bist ja kein Untoter. Falsches Spiel. Der kriegt doch gleich ihn auf den Sack. Wer ist nicht. Beweg mich nicht. Kel. Du bist nicht Kelvin. Erstmal töten! Kelvin! Ich hab einen Kumpel! Oh. Er hat hier eine Rechner. Ui. Nein, 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 nein. Hier, nimm mal. Hier. Kelvin. Seh einen Arsch vor mir. Das ist nicht gerade helfend. Wir haben die ersten Hopperus. Und Kelvin versteckt sich wieder. Naja, gut. Geh trotzdem weiter gucken. Kannst mir ja nichts. Mach dich weg wie ein Kumpel. Wie ein Kumpel. Ein Kenz. Aber was ist denn hier? Ist der da? Bulla, 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 bulla. Travemünde. Er hat so gewollt. Er hat zuerst zu. Also er wollte zu. Also. Darf ich dir ein Geschenk machen? Ja. Nehme und freue er sich. Aber was ist denn hier? Ah, hier sind die Wagen. Ist das wirklich die Höhle, wo wir waren? Ich weiß nicht. Könnte sein. Ist aber, ich gehe trotzdem mal hin. Entweder wartet oder wir werden jetzt alle sterben. Eine Funzel. Eine Funzel! Was war dein? Oh, die soll. Zieht nicht so. Ich finde, die andere ist besser.
Wann habe ich denn das gefunden? Wie ist das denn für andere Viecher irgendwas sehen soll? Kannst du vorher eine Nase halten und dann ist sie gut. Nee, doch, hier waren wir schon. Das ist mit der Tür. Jetzt stellt sich die Frage für mich, ob jetzt hier auch Kasper klaut. Boah! Alter, nicht schon wieder! Jetzt sieht das schon wieder los! Ob hier Kasper Klaus ist. Da ist die Luke. Achso, und jetzt ist da Michael George. Keine Ahnung. War gerade in meinem Kopf. So. Der Schuh sehe ich immer noch nicht. Aber toll, jetzt ist hier das ganze Fressen, wie ihr sagt. Naja, gut. Ich lasse das erstmal hier. Oh, das ist ja eigentlich vom Spiel, ne? Jetzt gleich. Ja, geht mal weiter. Ja, wie gesagt, hier müssen wir. Nix. Wir haben ja nix Karte. Aber hier ist auch kein Dude. Nö, hier ist auch keine Karte drin. Das sind bloß die Würfel. Der Geile ist, ich schieb mir das Fleisch von hier hin. Und diese Würfel. Ich weiß noch nicht mal, ob das essbare Würfel sind. Also so in der Richtung. Mensch, oder was? Und ich habe mir gerade in der Frage. Also, ich habe gerade das Geräusch gehabt, also. Gleiche Jahrweise. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas durch die Wand bricht. Also, halten wir fest. Spielstand funktioniert wieder. Viecher hatten wir das erste Mal heute gehabt. Alter, ist das wieder links. Und, ja. Morgen machen wir ganz normal weiter. Wir gehen in Richtung Strand. Und da ist auch noch eine Höhle. Ich weiß, dass es da nicht so einfach ist. Also, vielleicht doch, aber wie gesagt. Sie wird auf keinen Fall leer sein, das weiß ich. Weiß bloß noch nicht, ob es eine gewisse Höhle ist mit Taucher technischerweise und Utensilien. Aber das werden wir schon rausfinden. Ich hoffe, das hat euch Spaß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Denn ich bin jetzt erstmal raus. Tschüss.